Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schauen wir mal Outlaws, die Gesetzlosen. Und zwar machen wir ja da eine Handful of Mission. Ja, das ist jetzt der zweite Teil von dem Level, also die zweite Aufnahme quasi von dem Level Wharftown, wie auch immer man dieses Level nennen will. Ich war wirklich so kurz davor, weil, also einfach jetzt zeitleistenmäßig, heute ist Sonntag, der 3. September. Gestern habe ich ja den ersten Teil davon aufgenommen, habe, was ist das, 40, 50 Minuten oder was ist die Folge lang, haben wir irrsinnig schwer dann, bin 100.000 Mal draufgegangen und bin hier geendet mit Verzweiflung, beziehungsweise ich habe nicht mehr gewusst, wie weiter. Sorry. Ja, und wie gesagt, ich war so kurz davor, dass ich sage, ich scheiß drauf und mach quasi diese erste Aufnahme ungeschehen und fange nochmal komplett an, dieses Level. Aber habe mich jetzt anders umentschieden, weil ich mir dachte, von wegen, ich meine, noch ehrlicher geht gar nicht. Ich gebe auch zu, ich habe mich jetzt schon beruhigt. Wie gesagt, das war gestern, heute ist wieder ein neuer Tag. Ich habe mich kurz informiert, weil ich wissen wollte, was ich da falsch gemacht habe, beziehungsweise ob ich überhaupt was falsch gemacht habe oder irgendwas noch nicht gesehen habe. Und ja, also theoretisch habe ich etwas nicht gesehen und habe etwas theoretisch falsch gemacht, weil ich quasi wo weitergegangen bin, wo ich nicht weiter hätte gehen sollen. Und zwar von da hinten. Da oben waren wir ja bei dem Haus und dort werden wir jetzt auch hingreifen in dieser Folge. Weil hier, wo ich bin, bin ich quasi an einem Dead End, also an einer Endstation angekommen, weil wir, zumindest so ist vorgesehen, von dem lieben Menschen oder den lieben Menschen, die dieses Level kreiert haben, dass wir nicht von dieser Seite weitermachen und dorthin gehen, sondern dass wir von da hinten, wo wir angefangen haben, über diese Seite da drüben uns arbeiten und dann schlussendlich hier ankommen, weil da hinten ist dann quasi der Endboss. Und ich habe mal eben, zufällig habe ich halt eben mal kurz gegoogelt und habe halt eben so ein Let's Play gefunden. Und ich wollte nur wissen, wo ist der weitergegangen, und bin dann drauf gekommen, da hinten gibt es quasi eine Geheimtür. Ich weiß schon halt eben dann mit Tabulator-Taste und mit, dass man mit der Karte halt eben dann seinen Weg findet, haben wir schon vorher gehabt in dem Spiel. In dem Spiel habe ich es teilweise auch schon gemacht, wo ich mir gedacht habe, hey, da müsste irgendwo ein Geheimgang sein, habe aber nichts gefunden. Wie gesagt, da hinten wäre es. Ich habe jetzt dann noch genau insgesamt 10 Kugeln für die Pistole oder für den Revolver eigentlich, Entschuldigung, und eine Kugel für die Winchester. Wir haben noch ein Dynamit und das war es. Und natürlich, ja, wir haben noch da unsere Fäuste. Trotzdem will ich es versuchen, mit dem wenigen an Munition, was ich habe, da dieses Level noch zu bestreiten und zu beenden. Aber jetzt müssen wir mal gegens Wasser ankommen, weil da unten kriegen wir jetzt da was ganz was Wichtiges, und zwar ein Messer. Da, Messer. Und das holen wir uns auch noch, bevor wir das saufen, eine Panzerung. Das ist schön, dass wir das haben. Ja, schnell, schnell rauf, sonst das saufen wir. So. Gut. Ja, jetzt ein bisschen schwierig. Überhaupt, man darf ja nicht, wenn es mehrere Knöpfe gleichzeitig hältst, na, überhaupt bei so einer, nicht Emulation, aber halt eben vom Spiel her kann es sein, dass irgendwann auf einmal Windows anfängt, oder was fährst du auf, du drückst da so viele Tasten gleichzeitig, bist du irgendwo angerannt, ne? Deswegen versuche ich da immer immer was anderes zu machen. Und irgendwo da müsste noch irgendeins sein, na, da ist der Sheriff-Stern, den lasse ich einmal, weil den brauche ich nicht wirklich. Aber da hinten ist noch ein zweites Messer, das möchte ich mir eigentlich schon noch holen. Weil wir ja theoretisch einmal, mit dem Messer werden wir, wenn es möglich ist, werfen oder Nahkampf machen. Und da sind wir halt eben ein bisschen stärker, als wenn wir das Ganze mit den Fäusten machen. Ja, verschnaufen wir ein bisschen. So, ja. Vielleicht den Inhalator noch an. Einverleiben. Gut.
Weil das war nämlich das, was ich übersehen habe, wenn wir da jetzt runtergehen. Ich mach's mal ganz kurz, ich hoffe, ich werde nicht erschossen. Da hinten halt eben da, ja, fällt's nicht schon, da geht's quasi weiter. Gut, wir waren in dem Haus drinnen. Da waren wir ja. Da waren wir auch. Und hier, die rechte Seite hat eine andere Verfärbung als die linke Seite von dieser Rückwand. Und die Tür, die musst du einmal finden. Sicher, wenn du da hinschaust, kommst du vielleicht drauf, hey, warte mal, da hinten müsste irgendwas sein, probierst das mal aus. Ich muss aber ehrlich zugeben, ich glaube, also irgendwann, glaube ich, hätte ich schon gefunden, aber ja. Auf jeden Fall, jetzt speichern wir. Dann brauche ich das Ganze nicht noch einmal machen, für den Fall der Fälle, dass ich wieder erschossen werde, was leicht passieren kann in dem Level. Und ja, jetzt machen wir einfach weiter. So. Ich will versuchen, so viele wie möglich da. Siehst du, wenn wir es einmal erwischen, ist cool. Okay, einmal sind wir leicht erwischt worden. Aber jetzt kriegen wir endlich wieder Munition. Und so wie es ausschaut, wir sind voll mit Schrotflintenmunition, nur wir haben noch keine einzige Schrotflinte be bekommen. Ne? Weil jetzt. Das war jetzt der Winchester. Ist eh gut, weil wir brauchen eh Munition dafür. Weil alles können wir jetzt da auch nicht mit dem Messer machen. Ich glaube es zumindest nicht. Oder einmal links, einmal rechts daneben schießen. So, und damit hätten wir schon fast keine Munition mehr. Okay, irgendwer fetzt da noch ganz feuchtfröhlich. Und wie gesagt, ich mache das hauptsächlich deswegen, damit wir ein bisschen Munition bekommen. Gut, wie schauen wir denn jetzt aus? Wir haben hier 33 noch extra. Wow, ganze drei. Jo. Die könnte man wirklich mal langsam aber sicher Schrotflinte dazugeben. Das wäre ganz nett. Und da hat die ganze Zeit irgendwer gefetzt. Nur ich weiß nicht, wer das war. Oh, warte mal. Sollten da ein bisschen aufpassen, was wir da machen. Nein! Alter, wie kann man so daneben schießen? Jetzt habe ich die jetzt da. So. Jetzt waren wir da. So, und jetzt sind wir genau auf der gegenüberliegenden Seite, wo wir angefangen haben. Herrst! Deutsche Schwa. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, jetzt haben wir es endlich. Iron Key, na klar. So, die. From the inside, okay. Ah, da sehe ich jemanden. Na komm hier. Geh runter, geh runter, geh runter! Geht's da hin? Achso, das ist auch von inside, okay.
Gut, da waren wir wieder. Ja, ich will aber jetzt. Warte mal, haben wir noch? Na, wir haben nur das eine gekriegt. Das ist lustig. Pass auf. Ja, ist wurscht. Wir speichern sich jetzt aber nochmal ab. Wenn langsam sicher geht man da auch wieder die Munition aus. So, aber da war noch einer. Alter! Sei kein Dummkopf, Marshall! Ich versuch's nicht, aber ihr seid ja auch nicht keine Chance. Schrotflinte, das ist schon wieder Winchester. Jetzt kriegen wir noch mehr Messer. So. Wenn immerhin, da sieht man, wie gut sich so eine Panzerung auszahlt. So, was haben wir denn da drinnen? Secret Area, schön. Ich meine, das Elixier braucht man gerade nicht, was eh auch gut ist. Da schwebt das Pixelblut quasi von unserer Erstechaktion. Stuck. Gut, wenn es stuck ist, haben wir irgendwas? Nein. Stuck, okay. Ja, wenn es stuck. Da wäre noch was. Alter, ich habe kein. Ich hab kein Dynamit mehr. Also das heißt, wir brauchen das Brecheisen, ne, für die Türen, die da stuck sind. Okay, da ist nichts. Das ist immer so super mit dem Fraps-Zeichen. Ich kann nicht lesen, was da oben gestanden ist. Aber ich glaube, es ist locked oder irgendwie so. Was habt ihr zwei da gemacht in dem Zimmer? Ha? Wir haben eine Schrotflinte bekommen. Yeah! Das müssen wir gleich mal speichern. Toll. Ja, da müssen wir runterhupfen. Nur in welche Richtung müssen wir dann raus? Ich glaube dahin. Boah. Wir haben hier ein Brecheisen. Der schreit auch immer so arg. Das ist nicht lustig. Was sind wir jetzt da? Ah.
Gut, pass auf. Was machen wir jetzt da? Was machen wir jetzt? Also unten, ich glaube da irgendwo, das war das, oder? Ah. Ganz kurz. So, sorry, wir sind wieder da. Ich habe jetzt leider müssen das nochmal machen. Also, da, jetzt sind wir wieder da. Ich weiß nicht, was jetzt auf einmal passiert ist, aber irgendwie Fraps ist mir gerade nicht abgeschmiert, aber irgendwas war da nicht richtig. So, das war jetzt Iron Key, das wissen wir jetzt da. Dahinter ist from the inside, genau, das war das. Das heißt, wir müssen rauf. Teilweise so blöd mit den Gitter da. Also der, glaube ich, der wird mir noch zusammenfassen, wenn es so weitergeht. Okay, weißt du was, wir machen was anderes dabei. Da ist... Zeit, dich in den Boden zu pflanzen, Papa. Die haben sich gerade selbst zusammengeführt. War da hinten nicht irgendwo was? Genau, das Elixier, holen wir uns das gleich. Wunderbar. Zeig dir einen Sarg zu bestellen. So, haben wir das auch. Tada. So, und irgendwo da draußen war einer. Gut, ich möchte mir nur kurz umschauen, war da noch irgendwo was? Wenn nicht. Wenn man, ja, da braucht man Dynamit, aber wir haben keins. Lass uns zur Sache kommen. Okay. Ja. Da sind wir ja noch reinkommen, da waren wir noch gar nicht drin. Munition da korrekt. Da ist nix. Okay, das schaut irgendwie. Das ist ja auch schon wieder, was? Da müsste theoretisch müsste irgendwas sein. Da ist nix. Na. Da ist auf einmal nix, was? Na gut, dann hilft's nichts, dann müssen wir darüber hupfen. Wo bist du, Marshall? Hier oben.
Ein Kamin, der kein Feuer hat. Hey, Herr Gesetzeshüter! Iron Key. So, der, das heißt, da war Iron Key. Ich gehe aber da noch nicht hin. Ich will eigentlich noch schauen, ob ich da noch irgendwo was vergessen habe. Ich glaube es noch nicht. Die oben waren alle zugesperrt. Da, das ist das, wo wir herkommen sind. Ja, Blödsinn, da hinten oder irgendwas mit Iron Key, oder? Also da waren wir drinnen. Genau, da haben wir das alles bekommen. Die sind ja sowieso verschlossen. Ich frage mich jetzt. Na, okay. Blockt, blockt muss dort stehen. Das wird sein. Wie gesagt, sorry, das ist einfach das Zeichen von Fraps, dass ich sehe, dass er aufnimmt. Und es ist gut, dass ich es eingeschalten habe, weil eben sonst hätte ich zuerst nicht gemerkt, dass die Aufnahme komplett in Eimer war oder beziehungsweise aufgehört hat aufzunehmen. Naja, dann gehen wir halt da weiter. Es ist wirklich schade, ich hätte gern noch ein Dynamit. Jetzt ziehe ich wieder das Dorf und wirst gleich zusammengefetzt von irgendwo. Ja, nicht einmal. Da hinten ist einer. Ist da auch noch einer? Ja. Also manchmal ist es echt kriminell, wie knapp man daneben schießt. So wie da jetzt. Hilfe! So, und wir sind auf der anderen Seite. Da schau her. Die Schrotflinte ist wirklich eine der besten Waffen, die du haben kannst. Sicher die doppelläufige Schrotflinte, die normale, nicht die kleine, die abgesägte. Das ist, finde ich, überhaupt die beste Waffe, die du haben kannst. Vorausgesetzt, du hast genug Munition. Und ist auch klar, in speziellen Situationen kann es sein, dass andere Waffen ein bisschen besser sind, wie eben der Revolver oder auf weit halt eben die Winchester. So, das müsste das sein, genau. Dynamit! Ich würde sich ja richtig gehend auszahlen, dass wir da zurückgehen nochmal, damit wir sehen, was da drinnen ist.
Jetzt war die normale wieder. Ja, wurscht. Das andere schaut das eigentlich auch irgendwie aus. Als das soll Secret sein? Nein, an sich, das schaut aus, als wenn das aufgehen wird. Egal, gut, da könnten wir jetzt hinkommen, bla bla bla, da kommen wir jetzt von... Okay. So, da lassen wir wieder mal die Stufen ins Wasser. Die haben wir jetzt nicht einmal richtig aufgenommen, nur so halbert. So was Neues. Gut, mit dem waren wir jetzt da drüben, genau. Aber ja. Da müssen wir relativ weit schwimmen. Ist wurscht, wir machen es trotzdem. Also irgendwo da war es ja. Da. Möcht wissen, was das für ein Secret ist. So, was da? Ja. Weg. Was geil, war da nicht noch eins? Da. Nein, ich hab nicht. Jetzt hab ich. Willst du mich veräppeln? Da ist ein Ding. Gut, pass auf. Ausnahmsweise verbrauche ich das zweite Dynamit hier drinnen. Ah, jetzt da, dankeschön. Mein Ansicht ist ziemlich cool. Aber... Weißt, warum immer so umständlich? Warum immer so umständlich? Man kann es normal und einfach auch machen. Nein, na. Ich weiß, ich hätte mir das Ganze gut ersparen können, wenn ich wieder draußen rum geschwommen wäre, aber. Nee. Oh, Zinstasche. Also Medicine Bag. Gut. Samado. Ja, theoretisch entweder hupfe ich da runter oder können wir das nochmal raufholen. Schauen wir, dass wir da ja nichts. Wobei, warte mal, was haben wir jetzt eigentlich? Der ist wurscht. So. Sind wir da? Hm. Ach ja, genau. Da weiß ich jetzt noch. Die eine Öffnung, was wir da oben gehabt haben. Ich meine, das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das zusammenbringen werde. Ah doch, geht auch. Wir haben ja in dem einen Häuschen da drinnen. Wo war das? Da drüben war das. Da. Die Arschwurzen zusammengefetzt. Hammer. Die. Das ist möglich zum Springen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Jetzt auf einmal schaffe ich es. Mit einem Duckjump geht's. Das haben wir ja letztes Mal auch nicht zusammengebracht. Gut, ist da irgendwas? Nein. Aber damit kommen wir hier rein. Und da finden wir das. So, quasi einen
einen Hebel. Und mit dem Hebel müssen wir jetzt zurück, weil das... Genau, da brechen wir uns mal die Haxen. Was ich nämlich glaubt habe, dass da drüben ein Tresor ist, stimmt nicht, sondern da ist eben so ein Mechanismus und der Hebel fehlt. So. Mit dem Hebel haben wir jetzt das da runtergegeben. Jetzt müssen wir wieder zurück. Also ducken, rennen und springen. Wenn man das alles gleichzeitig macht, dann kommt man da rauf. So. Tada! Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir da rüber hupfen. Das heißt, wir brauchen wieder einen Duckjump, glaube ich mal. So, ich glaube, wir haben da jetzt einmal die Maxeln da ausgeschaltet. Ja, da sehe ich jetzt nichts. Ich speichere einmal. Wir sind schon wieder auf fast 32 Minuten. So, wieder. Zack, mit so einem halberten Duckjump kommen wir da um. Tada! Und wir sind da. Da oben gibt es eh nichts, oder? Da ist da oben irgendwas. Ich glaube nicht. Ich weiß gerade nicht, ob irgendwo da hinterm Haus irgendwas ist. So, da haben wir eine Tür, genau, ja. Ein sich bewegender Busch. Kein singender Busch, es ist ein sich bewegender Busch. Da ist niemand mehr drin, das glaube ich nicht. Ja, wirklich. Okay, wir haben einen Slüssel. Mit dem Slüssel müssen wir rüber. Nein, haben wir nicht mehr. So. Okay, das wundert mich jetzt, warum ist... Ich weiß, es ist nicht gerade die feine Englische, was ich da mache, aber... So, ich werde von hinten zusammengeschossen, dankeschön. Das ist der Wahnsinn, was die für Treffgenauigkeit haben da, gell? Also reinhupfen will ich da jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir machen das ein bisschen anders. Ah, falsch. Du
Na, schauen wir mal da irgendwo vielleicht noch irgendeinen sehen. So, jetzt auf die Garten sicher nichts. Probieren wir es mal ohne Speichern, ha? Und das war er. Wie hat er geheißen, Kach? Billy Bear Dorsey. Ja, eine echte Arschwarze, muss man zugeben. Beziehungsweise überhaupt das ganze Level war, finde ich, nicht ohne. Und ich muss ehrlich zugeben, ich fand es ein bisschen unfair, dass quasi einen Geheimgang finden muss, der da aber nicht als Secret gilt. Im Normalspiel war er zu Secret gewesen. Allein von dem Schwierigkeitsgrad her, dass du das findest, dass diesen einen Durchgang findest, durch den Schrank halt eben, und dann kommst du erst weiter. Deswegen, das fand ich nicht ganz so nett. Von, ja, wenn man weiß, wo man hingehen muss, ist natürlich eine andere Geschichte, weißt, aber wenn das, ja, ist wurscht. Das ist jetzt wirklich quasi schönreden, das Ergebnis oder was. Oder die Performance. Im Endeffekt haben wir es jetzt da geschafft, weil wir kommen hier auch nicht mehr raus aus dieser Hütte. Nicht wirklich, weil da kommen wir nicht mehr rauf. Da kommen wir auch nicht raus. Das heißt, im Endeffekt, der arme Marshall James Anderson, da ist mir jetzt wieder eingefallen, wie er heißt, wird hier wohl verhungern. Obwohl er hier Mehl hat. Mehl, da fängt es zum Brennen auch halt eben, da irgendwelche, keine Ahnung, was das sein sollen, welche Milchgefäße oder was, und da kommt da auch nicht mehr auf. Gut, der arme James Anderson wird verhungern, höchstwahrscheinlich, aber jetzt sind wir ganz am Ende angekommen, eigentlich von, schauen wir mal, Outlaws, die Gesetzlosen. Wir haben das Hauptspiel durchgespielt, ich habe die historischen Missionen durchgespielt und ich habe mir jetzt da auch noch die Zusatzmissionen, also A Handful of Mission, habe ich mir auch angetan. Das sage ich aber nur jetzt, weil es halt eben, ja, weil es doch ein bisschen gemein war und schwierig. Aber trotz dessen, das Einzige, was wir jetzt nicht gesehen haben, ist der Multiplayer. Ja, sorry, ich weiß gar nicht, ob der heute noch rennt. Ich kann mir es zwar vorstellen, aber ich habe jetzt auch kein großes Verlangen danach, irgendwie da herumzusuchen und servermäßig bla 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 irgendwas zum Schauen. Das heißt, im Endeffekt haben wir jetzt da alles gemacht, was man einspielermäßig machen kann. Möchte mich trotzdem aber noch bei euch bedanken, dass ihr euch quasi das gewünscht habt, dass ich mir das anschauen soll, diese Handful of Missions Missionen. Somit habe ich es jetzt auch endlich mal gesehen und ich gebe ehrlich zu, wenn ihr euch das nicht gewünscht hättet, hätte ich es selber, glaube ich, nicht angefangen. Zumindest nicht jetzt, vielleicht in ein paar Jahren oder was, aber dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht mehr gefunden, die Missionen. Auf jeden Fall hoffe ich mal, euch hat dieses Projekt gefallen. Ja, vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch bleiben auf jeden Fall, gell? Tschüss. Baba.